Hallo, ich bin der GameMob. Herzlich willkommen zu Let's Play Stonekeep Teil 42? Ja, 42, genau, ja. Wir sind im dritten Stock immer noch und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber ich weiß, dass das hier der letzte Part der Reihe sein wird. Also, sprich, ich werde jetzt das zu Ende bringen. Aber dann können wir das jetzt zu Ende bringen. Nein, Moment, Freund, irgendwas. Ja, ich habe mir natürlich einen Start 42, ja genau. Ich habe mir einen Start-Safe natürlich erstellt, nur für den Fall, dass irgendwas schief gehen sollte bei der Aufnahme. Ich habe nur geschaut, ob Audioaufnahme auch läuft. Wäre ja zu schade, wenn irgendwas nicht hinhaut. Bin ich jetzt hier? Ich weiß, es hier in diesem Stockwerk sind keine Gegner. Interessant, ich dachte. Dieser Raum muss Teil des Rituales sein, das benutzt worden ist, die Götter zu fangen, und das ist da, wo der Tod Enigmas Rasse beschlossen worden ist, beziehungsweise besiegelt worden ist. Ich weiß jetzt nämlich auch genau, was ich tue. Das ist sehr lustig. Und zwar, um ihn zu fangen, muss man die vier silbernen Symbole um den Mittelpunkt ausrichten. Weil wenn man auf diesen Punkt tretet, dann kommt er ja. Aber es ist anscheinend egal, wie man das macht. Ja, ich habe da etwas gelesen, weil ich wollte das jetzt soweit zu Ende bringen. Aber nämlich dahin, genau. Man kann hier aber so, glaube ich, weiter. Nein, andersrum. Nehmen wir nicht so. Ich weiß, dass es jetzt etwas lame ist, dass ich das nachgeschaut habe, aber ich habe es lieber, habe ich das Zeug irgendwie nachgeschaut, als dass ich dann am Ende da so dran bin und dann überhaupt keinen Pfeil habe. Beziehungsweise ist es ja recht offensichtlich, was man machen muss. Aber jetzt sind alle in der Party drin. Ich habe gedacht, man kann das nur machen, wenn man allein ist. Interessant. Gut, man kann ihn auch nicht komplett besiegen, also mit hoher Gewalt, habe ich auch schon Videos von mir gesehen. Dann wird das Video kürzer, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, da ist noch viel mehr und Zeug und.
hand warms over to me. Das ist lustig. Grasp the orbs of your own free will, and your service to me will be complete. Do you think I do not know of your pathetic plans? Without all of the orbs, you will not be able to pass the gate to her temple. But as soon as you have the orbs, you will be mine. Your time will come soon enough. Ha, jetzt kann ich ihn nämlich. Wir haben es geschafft, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn gefangen. Das sind jetzt Kulkums Orb. Das war alles. Mehr war hier jetzt eigentlich nicht zu machen. Und man merkt, hey, da leuchtet etwas. Man kann es auch machen, ohne gegen ihn zu kämpfen, indem man sich einfach dahin stellt. Oh, ich habe ein Video gesehen, da stellt sich einfach einer dahin. Wartet, bis er kommt, bis das eine Sekunde lang aufgeht. What will you do? How will you get home? We will make do. Go now. It will not be a problem. The Lady Diana will guide my way. Jetzt ist man allein, hier in diesem Raum. Ja genau, was der Shadow King sagte, war ja, beziehungsweise Kukum, wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte. Ja, du bist gekommen, die Prophezeiung zu erfüllen. Gib mir die Orbs, die du hast. Also wir sollten ihm die geben, natürlich nicht. Oder wir nehmen die, wo rumliegen, dann sind wir die Gearschten. Gut, man kann auch wegrennen. Gott, jetzt wird's lustig. Jetzt muss man nämlich die ganzen Orbs, die man da hat, so dementsprechend da hinlegen. Woher erfährt man, was man da, welche man nimmt? Es ist anscheinend, also ich habe gelesen, es ist in Seraph's Awakening ist es komplett aufgelistet, bis auf ein Orb. Und man hat auch einen Hinweis auf den, Schriftrollen, die man gefunden hat in der Zwergenfestung. Jetzt stimmt's. So, was haben wir hier? Das ist dann der hier. Ich habe mir das notiert, deswegen, weil ich wollte das nicht zu, ich wollte das jetzt nicht zu lahm machen, weil du musst sie genau anordnen und alles. Da ist der. Der da, genau. Wenn wir die nicht falsch machen, muss ich die alle wieder in der Reihenfolge wegnehmen. Das müsste dann der hier sein. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Genau, die kommt dahin. Der kommt dahin. Und letzte Orb, die wir haben, kommt da in die Mitte. Das ging jetzt so schnell, ich bin etwas erstaunt, okay? Das Video wird jetzt nicht direkt damit enden, denn ich möchte noch ein paar Sachen zeigen.
Ich wünsche jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Abspann. Ich weiß nicht genau, wie er aussieht. Ich habe mir nämlich nicht angeschaut. Defeat Kulkum in battle. I return you to your flesh and restore to you your life. Das ist schön eigentlich. Ich muss sagen, die Musik, die hat richtig, richtig gut gepasst. Oder ich muss sagen, das Spiel ist gut. Ich werde es sicher noch mal durchspielen. Also es ist auch so ein Spiel, was sehr motivierend ist, es nochmal durchzuspielen. Gibt es noch etwas Wichtiges zu sagen? Ja, es gibt zwei Bücher zum Spiel. Es gibt Sarah's Awakening, was man ja bekommt. Also, na, was man bei der Boxed-Version damals bekommen hat. Es gibt noch ein anderes Buch anscheinend. Ich habe das nur einmal kurz davon gelesen. Es hieß The Oath of Stonekeeper. Nee, falsch. Das Buch hieß The Oath of Stonekeeper. Also sprich der Schwur, Eid oder Fluch, Verwünschung, je nachdem, wie wir das jetzt benennen möchten. An erster Stelle beim Google-Übersetzer steht Eid. Also dürfte es wahrscheinlich sein. Ich habe das irgendwo gelesen gehabt und da stand dran The Oak, was ja eigentlich Eiche heißt. The Oath of Stonekeep spielt nicht vor dem Spiel, vor dem ersten Spiel, sondern es spielt zwischen dem ersten Spiel und dem nie erschienenen und nie produzierten zweiten Spiel. Sprich, es ist quasi ein Zwischending. Das Buch soll ganz gut sein. Es hat es auch nie auf Deutsch geschafft. Also es gibt davon keine deutsche Übersetzung. Von Sarah's Awakening gibt es eine deutsche Übersetzung. Lag dann auch, glaube ich, der deutschen Version bei. Ja, genau. Dieses auf Stonekeep ist dann 1999 erschienen. Ich wollte das bloß hier einwerfen, da ich mich da gehört hatte. Und ich habe das jetzt mal nochmal nachgeschlagen. Tja, Ernest Mensch. Also ich muss sagen, das Spiel hat mir gefallen. Es ist sehr interessant. Man ist es einfach nicht mehr gewohnt, solche, also man ist es nicht mehr so extrem gewohnt, bei Rollenspielen sein Hirn zu benutzen. Musterbeispiel Skyrim. Skyrim ist toll und alles, aber es ist so, man hat dieses, gewisse etwas nicht. Aber ich sagen muss, es gibt auch noch ein paar Fairy Player Songs, die ich nicht rausgefunden habe. Also so, ich glaube 2 oder 3. Schade. Obwohl das ist schon, das ist etwas, was man im heutigen Spiel nicht so hat. Man merkt auch, die haben viel Liebe ins Detail gesteckt. Weil auch wenn das Spiel jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, ist schon nicht technisch auf dem neuesten Stand war, das hat eine ziemlich große Fangemeinde. Es gab ja auch lange Zeit Gerüchte wie bei den Fortsetzungen. Das ist schon ein extra special Saga Script. Nein, das Spiel ist schon sehr schön. Wenn man nicht besiegt, also direkt wegläuft quasi, kriegt man ein leicht abgeändertes Terra sagt etwas anderes. Es sagt, du hast uns die Kraft zurückgegeben, Kulkum zu besiegen.
da hat sie ja gesagt, du hast Kulkum besiegt. Deswegen, ja. Ja, die ganzen Schauspieler. Ich muss kurz weg, ich komme gleich wieder. Der Abspann läuft ja ohne mich auf die Uhr wach. Ich wollte hier nochmal kurz was einwerfen. Es gibt tatsächlich eine Fortsetzung zu Stone Keep. Also es gibt ein zweites Spiel, welches Stone Keep im Namen trägt, und zwar Stone Keep Bones of the Ancestors. Ist ein Wii-Ware-Spiel, also für die Nintendo Wii. Erschien im Januar 2012 in den USA zumindest, also auf dem amerikanischen WiiWare Store. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist wie bei Xbox oder PlayStation 3 etc. Kenne ich mich nicht aus mit den Veröffentlichungsbegebenheiten deutsch und amerikanisch etc. Aber das Spiel soll sehr bescheiden sein. Es ist anscheinend also die Grafik ist nicht sonderlich hübsch, also von dem optischen Eindruck her. Und es soll sehr, sehr langsam laufen, also niedrige Framerate etc. Es soll nicht so viele sagen, für Leute, denen das Original zu langweilig ist, die sollten das Original spielen, das ist immer noch besser wie das Spiel. Ja, gut. Ich wollte es hier nur eingeworfen haben, denn ich finde es eigentlich ein lustiges Detail. So. Aha, die Titel sind von Wormy. Ja, da bin ich wieder. Ich musste bei mir nämlich Fenster schließen. Aha. Developed by Peter Oliphant und Interplay Productions. Ja, bei mir ist gerade wirklich innerhalb der letzten 10 Minuten hat es komplett dunkel zuge. Ah, Tim Chains Chocolate Chip Pumpkin Muffins. Ja, das ist sehr lustig. Genau, auf der CD ist die. Keine Tiere wurden verletzt bei den Brennern dieser Computergrafiken. Das ist also fiktional. Genau, spielt das Computerspiel von Interplay. Das habt ihr gerade gemacht. Diese Rezepte. Die gibt es auch bei Fallout. Ich glaube, das sind Cupcakes. Total lustig. Die haben einfach quasi auf jede Dinge. Also diese, Zoinks! It's old man Giggle. If it wasn't for that meddling kid and his little dog, Wolfie, I would have gotten away with it. So, willkommen zurück. Das Spiel wird automatisch am Ende vom Spiel geschlossen. Sehr interessant, muss ich auch nicht. Ich möchte etwas probieren und zwar Anfang vom Ende. Nehmen wir nämlich. Ach Gott, der muss wieder aus rum gehen. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ach, ich bin nach oben gegangen. Jetzt fängt es richtig zu stürmen an. Ja, dieses am Schluss, das fand ich recht lustig. Dieses plötzlich. Was mache ich jetzt? Ich bin falsch abgebogen.
Wenn man im Feenreich kann man anscheinend auch noch. Ah, da kann man nicht zurückgehen. Okay, dann gehe ich es jetzt anders probieren. Man kann im Feenreich auch noch, wenn man alle, ich glaube, versteckten Räume aufsucht, kann man wirklich. Oh, jetzt war noch ganz schön. Ich kann die Dinger nicht nehmen. Toll. Oh, jetzt fängt es richtig Schiff an. Jetzt fängt es das Hageln an. Mei. Ich glaube, ich soll das professionell machen. Ich nehme mein Let's Play auf und es fängt Schiffen an. Okay, Moment. Bitte das mal kurz entschuldigen. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, aber das war jetzt echt. Es war wirklich jetzt gerade wirklich schlagartig. Regenfälle und alles. Also Hagel, Regen. Alles auf einmal. Deswegen, wenn man jetzt so ein Nebengeräusch hört, so ein Rauschen, das ist normal. Genau, jetzt. Man braucht dafür aber, glaube ich, viele Heil-Dinger. Man weiß auch nie, was aus Hooper wird eigentlich. Meines Wissens. Ich muss gerade überlegen. Hier runter müssen wir. Ich habe bei mir ein paar Dachfenster. Ich schaue raus, ich sehe nichts mehr. Also nicht in den Raum, wo ich das gerade aufnehme, aber. Da. Jetzt muss ich erstmal komplett. Werde ich nicht brauchen, stimmt ja, egal. Welcome! You have come to my tower. You can do ill quickly. Do you leave then? Oh, tschüss. Is this? Kor Sothoth has granted you resistance to my spell. Mm-hmm. He will pay for that, but his pain will be nothing compared to yours if you do not give me the orbs. Give them to me now, or live in eternal darkness. Also, wir sollen ihnen die geben oder in ewigen Ding leben, in ewigen Schmerzen. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Deswegen, das ist etwas. Thank you.
Wo haben wir? Achso, da oben war sie, die blaue. Ja, das geht. Man kann das irgendwie machen. Ich weiß nur selber nicht genau, wie man das denn eigentlich bewerkstelligen soll. Es gibt eine Möglichkeit anscheinend, wie man das dann schafft. Ah nee, das ist zu weit. Oder? Ist das schon zu weit? Ich möchte das schauen. Ah, nee, das ist gerade noch davor. Ich möchte nämlich etwas demonstrieren. I am the gatekeeper of the Tower of Shadows. Oh, das ist lustig. His Majesty welcomes all who would enter into his domain. Do you all wish to enter the shadows? Ja, nee, ist klar. Welcome, fool! You have served the master well. Go quickly up the stairs. Do not turn from the main passage or you will be destroyed. He waits in his hall at the top. Ich finde es lustig. Moment, nee, wie war das? So, genau. Was habe ich hier denn Schönes? Hab ich. Stimmt, da muss ich mir noch einen Zauber, muss ich mir dann noch schnell basteln. Wo ist denn die Eisbrot-Room? Feenruhen, Sorgenschuhen, Meterruhen da. Ich glaube, es sollte nur sondern Stärke erhöhen und. Ich glaube, das war noch das. Und das. Ich glaube, so war das da. Dann kann ich hier das sperren, dann macht's mir nichts. Wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Es gibt auch Schattenbolzen. Wenn ich so eine Art Pfeile. Ja, wir wissen, dass er ja den dann erschlagen hat. Ich habe das nachgelesen, das hat mich irgendwie interessiert, weil es hieß man, ich hätte die nicht killen brauchen. Und there is something odd about one of these walls. There are hidden. I could use this. Genau, man muss dann Zwerg dabei haben, sonst kann er es nicht öffnen.
Das ist nicht lustig. Jetzt müssen wir nämlich hier rein, da drüben. Ach nee, hier war ja falsch, muss ein zweiter. Hey, Servus, was gibt's? Jetzt greifen sie einen an und... Shit! Das war... Ich müsste da irgendwie hinkommen. Okay, schon mal hier... Da bin ich noch ein Stück von. Passiert nämlich etwas. Thank you, great master. I have been in the thrall of magic for a long time. What did he say? The evil one gave us food to kill. I made many traps. Don't touch the door! Did he say there's a trap on the door? Yes. There's a button in wall across passage behind door. Push them. This the pattern. There are more, but I forgot. Thank you. Do you need help getting out of here? I afraid evil one come to kill me. I hide from him now. No. Come with us. We will protect you from his power. No. Okay, das ist wohl nein. Aber jetzt weiß man, was passiert, wenn man quasi das macht. Er hat gesagt, ja, er war lange verzaubert und da ist eine Falle in der Tür und bla und blub und ja, alles, was wir eigentlich schon wissen. Und ja, gut, sonst. Ich würde jetzt nicht zeigen, wie man den Dagger of Penetration bekommt, den kriegt man ganz am Anfang vom Spiel. Es ist so eine der, also viele sagen, die stärkste Waffe im Spiel, eine der stärksten Waffen im Spiel. Die macht die ersten Level total easy. Die ist aber auch so gemacht, dass man die nicht einfach zufällig findet, man muss schon wissen, wo sie ist, also, ja. Ich hoffe, dieses Let's Play hat gefallen und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und... Tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Ich weiß schon, was ich da machen werde. Weil es gibt ein Projekt, das ich schon länger machen wollte. Ich hatte nur bislang keine Zeit dafür. Myst 4, dass ich mal die Reihe abschließe. Vielleicht kommt da noch irgendwas anderes dazu. Wer weiß. Ich sage, ja. Tschüss und immer daran denken.